So, willkommen zu unserem nächsten Talk mit dem Titel Infrastructure as a Service als Motor der Digitalisierung, IT Self-Service und Automatisierung auf Basis von Open-Source-Technologien. Matthias Rechenburg wird uns darüber erzählen, was die Digitalisierung unter anderem für Auswirkungen auf den Job des Systemadministrators hat. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, hallo zusammen erstmal auf der diesjährigen Froscon. Ich freue mich, dass ich auch mal wieder dabei sein darf zu dieser tollen Veranstaltung. Wie die Introduction schon gesagt hat, ich bin Matthias Rechenburg, komme von der OpenQM Enterprise GmbH. Wir kümmern uns um Automatisierung generell im Rechenzentrumsbereich, Infrastructure as a Service, Cloud Computing, alles das, was so dazugehört. Und der heutige Vortrag, den ich euch vortragen werde, geht hauptsächlich über die Herausforderungen in die IT, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Es gibt den technischen Aspekt, wie man das umsetzen kann, da gibt es einen großen Teil zu. Und es gibt auch einen kleineren Teil zu dem sozialen Aspekt, der uns alle betrifft, wenn es um Automatisierung und Digitalisierung geht. Das betrifft auch den Job des Systemadministratoren, wie auch viele andere Branchen davon beeinflusst werden. Es gibt ein Beispiel für Infrastructure as a Service zur Automatisierung von IT-Prozessen auf Basis von Open-Source-Technologien. Das sagt ja auch schon der Name des Talks aus. Wir haben uns da die populären Technologien rausgesucht, die vielleicht jeder von euch auch selbst im Einsatz hat, wie zum Beispiel KVM, Ceph, Open vSwitch und Puppet. Und dann geht's einfach mal los. Wir haben technische Herausforderungen an die Digitalisierung, die nicht unbedingt einzelne Tools betreffen oder einzelne Arbeitsabläufe, sondern ganze Prozesse und den Gesamtworkflow der Prozesse. In der herkömmlichen IT haben wir oftmals die Situation, dass man eine Firma hat, zum Beispiel 5, 6 Systemadministratoren, und jeder Systemadministrator hat so sein Fachgebiet. Das heißt, es gibt einen VM-Administrator, einen Storage-Administrator, einen Datenbank-Administrator, einer, der macht Monitoring, und der sechste macht dann Dokumentation zum Beispiel. Entschuldigung. In größeren Firmen übernehmen diese Bereiche ganze Abteilungen. Das heißt, man hat da nicht nur einen Administrator, der macht virtuelle Maschinen, sondern eine ganze Abteilung, die sich nur um einen Bereich der IT kümmert und wo auch ganz klare Grenzen gezogen werden von der Prozessvorgabe des Unternehmens, wie die Abteilungen miteinander zu kommunizieren haben. Das geht natürlich nicht, das ist ein sehr weitgehender, verbreiteter Modus, in dem die IT betrieben wird. Das, was da so ein bisschen versucht gegenzusteuern, ist diese ganze DevOps-Umgebung, wo man als Systemadministrator halt auch über seinen eigenen Tellerrand rausguckt und Bereiche der anderen Abteilungen mit bearbeitet und nicht nur seinen einzelnen Teilbereich. Das geht auch übergreifend von Administratoren zu Entwicklerngruppen oder auch zu Quality Assurance Gruppen. Herkömmliche IT habe ich gerade mal so ein bisschen aufgezeigt, brauchen wir jetzt nicht so lange uns mit zu beschäftigen, kennt glaube ich jeder. Irgendjemand bestellt einen Server oder eine VM, der erste Admin erstellt die VM, der zweite weist den Speicher zu, die Netzwerkabteilung vergibt dann endgültig die IP-Adressen und es sind halt viele verschiedene Einzelschritte notwendig, die natürlich auch dokumentiert werden müssen. Bei ganz großen Firmen ist auch das Change Management, die den ganzen Workflow zwar abbilden, aber so abbilden, dass sehr viel manuelle Arbeit für jede Abteilung oder für jeden Administrator zu tun ist. Das, wo wir hinwollen, ist als Lösung dieser technischen Herausforderung, wenn wir davon ausgehen, dass in den nächsten 5 Jahren sich mit der Digitalisierung sowas wie abspielen wird wie eine zweite industrielle Revolution. Das ist zumindest das, was uns viele Zukunftswissenschaftler und Zukunftsforscher uns ankündigen. Dann können wir dieses System so nicht mehr wirklich beibehalten, weil jede einzelne Abteilung ist praktisch verbunden wie eine Kette.
eine Kette ist so stark wie das schwächste Glied und nimmt man ein Glied raus, funktioniert die ganze Kette nicht mehr. Das heißt, wenn hier jetzt der Netzwerkadministrator in Urlaub gehen würde, wer vergibt dann IP-Adressen? Das, wo wir hinwollen, das, was wir als technische Lösung anbieten, ist Automatisierung der Einzelschritte. Das ist relativ einfach gedacht. Man besorgt sich oder man erstellt für jeden Bereich eine Art API, eine automatisierte Schnittstelle, keine manuelle, persönliche Schnittstelle, sondern eine automatisierte Schnittstelle und macht die VM-Bereitstellung per API, die Speicherbereitstellung per API, die IP-Adressvergabe per API und so weiter und so weiter. Auch nicht unbedingt eine ganz neue Idee. Nur, was meistens fehlt und was eine Voraussetzung ist, dass man diese Schnittstellen wirklich effizient nutzen kann, ist eine Automatisierungs-Middleware. Nämlich ein System, das zentral den Gesamtarbeitsablauf steuert, automatisch. Und das ist, wo wir mit OpenQM ins Spiel kommen. OpenQM ist ein Automatisierungssystem für Rechenzentrums und IT-Administratoren, Tasks jeglicher Art. Das heißt, es ist, es betrachtet nicht nur wie die meisten Infrastructure-as-a-Service-Produkte rein Deployment oder rein Monitoring oder rein Hochverfügbarkeit, sondern es betrachtet den ganzen Bereich, den man braucht, die ganzen Bereiche, die man braucht, um wirklich ein System, physikalisches System oder auch virtuelle Maschine, automatisiert, vollautomatisiert bereitzustellen. Und zwar 100% automatisiert, denn wenn wir von, selbst wenn wir von 99% automatisiert ausgehen, haben wir immer noch 1%, wo jemand wahrscheinlich manuelle Arbeit tun muss. Sei es denn, dieses System in irgendeine Excel-Tabelle einzutragen, damit es denn dokumentiert ist. Das heißt, als technische Lösung haben wir hier auch in dem Beispiel, benutzen wir OpenQM, das eine Automatisierung solcher Gesamtarbeitsläufe ermöglicht. Und das ist halt auch unser Ziel, euch die Arbeit einfach zu machen und nicht mit immer wiederkehrenden Arbeiten Zeit zu verschwenden, Arbeitszeit zu vergeuden. Zu den technischen Voraussetzungen gibt es auch noch einen ganz anderen Aspekt, der normalerweise nicht so eine große Rolle spielt, weil ja jeder Administrator mit seinem Bereich zu tun hat oder weil jede Abteilung in ihrem Bereich auf dieser Insel praktisch schalten und walten kann, wie die Prozesse es glauben und aber nicht viel Austausch hat mit anderen Bereichen. Wovon ich rede, ist ein sozialer Aspekt, nämlich eine abteilungsübergreifende Bereitschaft zur Automatisierung. Das heißt, wenn wir uns die Einzelschritte angucken und jetzt davon ausgehen, dass wir einen größeren Betrieb haben, wo das ganze Abteilungen machen, dann kommen wir dahin, dass die Abteilungen miteinander reden müssen. Das ist manchmal recht ungewöhnlich. Das heißt, wir haben einen technischen Aspekt, den wir heute nachher, den wir gleich noch betrachten werden, und einen sozialen Aspekt, den ich noch mal jetzt, den ich vorziehe. Das ist erstmal die Bereitschaft von jedem Administrator zur Automatisierung von wiederkehrenden Prozessen. Und wenn es größere Betriebe sind, von einer Bereitschaft, die von der ganzen Abteilung ausgehen müsste, muss. Manchmal ist es schwierig, eine Gruppe von Systemadministratoren unter einen Hut zu kriegen. Manchmal ist es auch schwierig, eine Abteilung unter einen Hut zu kriegen. Das geht unserer Erfahrung am besten nach Top-Down. Das heißt, man versucht, die Abteilungsleiter mit ins Boot zu kriegen und dort die Bereitschaft zur Automatisierung praktisch weiterreichen zu den einzelnen Mitarbeitern. Unsere Erfahrung damit ist, wir haben schon viele mittelständische und auch größere Betriebe in ihrem Gang in die Cloud begleitet. Unsere Erfahrung sieht meist so aus, wie wir hier schildern, dass in verschiedenen Bereichen meist eine fehlende Bereitschaft vorliegt, die Automatisierung voranzutreiben, weil dieser bestimmte Bereich nicht automatisiert werden kann. Das liegt natürlich auch mehr oder weniger an den Prozessvorgaben des Gesamtkonzerns. Nichtsdestotrotz,
gibt es auch natürlich eine Angst vor Verantwortungsverlust, weil was passiert, wenn im Grunde im Rahmen der Digitalisierung und Automatisierung mein Job plötzlich ja, von einem Automaten gemacht wird oder von einem Tool gemacht wird, das automatisiert. Diese Angst ist natürlich relativ unbegründet, weil in der IT-Administration wir eigentlich nur unter den wiederkehrenden Aufgaben zu leiden haben. Alles andere ist doch relativ interessant und die Sonderfälle muss man eh wieder einzeln betrachten. Das heißt, auch dieses Beispiel, was ich jetzt gleich noch technisch zeigen werde, konzentriert sich hauptsächlich auf wiederkehrende Arbeitsprozesse und nicht auf Sonderfälle, die es natürlich immer wieder gibt. Ist auch ein Teil, ein großer Aspekt oder eine Herausforderung der Automatisierung ist natürlich auch eine Standardisierung. Wenn es keine Standardisierung gibt, dann haben wir nur Sonderfälle. Das heißt, es macht Sinn, vorher auch mal über die Standardisierung nachzudenken und sich verschiedene Stufen auszudenken oder zu erstellen, um Sonderfälle wirklich ausgrenzen zu können. Und ganz wichtig, die Automatisierung im IT-Bereich erfordert Kommunikation. Das heißt, wir müssten alle ein bisschen über unseren eigenen Tellerrand hinausgucken und in freundlicher Kommunikation mit den anderen Abteilungen an einem gemeinsamen Ziel, ein gemeinsames Ziel anstreben. Das ist großer Teil des sozialen Aspektes dabei. Generell, wenn wir uns den technischen Aspekt angucken, benötigen wir auch eine andere Sichtweise. Die Netzwerkabteilung, die normalerweise nur IP-Adressen vergibt und DNS-Server-Einträge macht und DHCP-Einträge macht und so weiter und das verwaltet, hat natürlich normalerweise wenig Sicht aus Sicht von der Storage-Abteilung oder von der Backup-Abteilung oder von der VM-Abteilung. Im Bereich von einer Selbstbedienungs-IT, die wir aufbauen wollen und die wir euch auch ermöglichen aufzubauen, ist es notwendig, dass die Bereiche halt miteinander kommunizieren und Teilbereiche für standardisierte Aufgaben automatisierbar gestalten. Das heißt, dass automatisierbar überhaupt möglich ist. Das ist natürlich auch mal ganz interessant, wahrscheinlich für den Netzwerkadmin ein bisschen in die Storage-Abteilung reinzugucken, wenn es auf eine gleiche Augenhöhe passiert natürlich. Diese ganzheitliche Sicht schlägt sich auch nieder in der Art von Plattform, die wir bei Automatisierung betreiben. Der Normalfall ist, dass eine Administration oder eine IT, wir hoffen immer auf mehr oder weniger homogene Landschaften, das ist aber seltenst der Fall, wie wir vielleicht alle wissen. IT ist normalerweise sehr heterogenus, das heißt, wir haben verschiedene Tools, wir haben verschiedene Systeme, Technologien im Einsatz und da ist natürlich dann die Frage, wie kriege ich das denn alles unter einen Hut? Gibt es denn ein Tool, das wirklich genau meine Kombination von meinen präferierten Tools und Technologien in einem automatisierten Arbeitsworkflow zusammenfassen kann? In unserem Beispiel haben wir die Open-Source-Technologien KVM, Ceph, Open vSwitch und Puppet. Auch sehr aktuelle Technologien, wo es wahrscheinlich noch nicht so viele Automatisierungstools gibt. Zu diesem Zweck stelle ich euch heute die Automatisierungs-Middleware OpenQM vor, die zwei Dinge anbietet. Einmal ist es eine standardisierte Administrationsoberfläche für die Aspekte, die ich automatisieren möchte. Wenn ich KVM administriere, dann gibt es dort ein KVM-Modul, das diesen Aspekt dann abbildet für Administratoren. Das heißt, da kann ich genau wie gewohnt eine virtuelle Maschine anlegen, der bestimmte Werte geben und diese Maschine praktisch erstellen und managen. Des Weiteren bietet sie aber auch eine automatisierte Schicht für End-IT-Benutzer. Das heißt, das sind die Leute, die euch immer fragen, du, kannst du mal schnell für mich eine VM erstellen? Ich habe da so ein Projekt, da müsste ich mal eben schnell gucken, vielleicht auch nur für 2 Tage.
Wie wir wissen, das sind meist die Workarounds, die dann am meisten oder am längsten in so einer, in einer eigenen Firma überleben. Normalerweise wird eine VM oder nie mehr abgebaut oder auch ein System, das physikalisch bestellt ist. Also ich rede nicht nur von virtuellen Maschinen-Deployment, sondern auch von einem Backend-Infrastructure. Vielleicht möchte jemand mal ein physikalisches System haben, um was auszuprobieren. Ist normalerweise relativ schwierig möglich. Was wir deswegen designt haben, ist eine Art Einkaufswagen, den der Administrator bestücken kann mit verschiedenen Produkten. Die Produkte sind aus Tools oder aus Technologien in der OpenQM-Plattform verfügbar. Und die kann man praktisch anbieten dem End-IT-Benutzer. Und wenn er das nächste Mal fragt, kannst du mal schnell eine VM erstellen, dann kann man ihm einfach einen Account erstellen oder er ist automatisch erstellt mit einem Active Directory oder einem LDAP-System zum Beispiel zentralisiert. Und dann kann er sich das alles selbst machen. Kann er selbst sagen, ich habe ein gewisses Kontingent, damit kann ich, das sind die Ressourcen, die ich in der IT oder von der IT gebrauchen kann. Und die kann ich selbst verwalten. Wir haben ganz viele unserer Kunden, die wir im Gang in die Cloud und die Private Cloud hauptsächlich begleitet haben, die freudigst berichtet haben, dass ihre Anwender sie diese ganze Flexibilität so schätzen, dass sie es auch nicht mehr wieder loswerden wollen. Und zum anderen kommt auch dazu, dass man, wenn man dem Endanwender wirklich die Chance gibt, sich mal schnell selbst eine VM zu bestellen, wo er dann wirklich auch alle Daten hat für und die auch im Monitoring-System eingetragen ist und vielleicht sogar hoch verfügbar ist. Dort ist die Bereitschaft viel, viel größer, dieses System auch einfach wieder abzubauen oder automatisch abbauen zu lassen, natürlich mit der OpenQM Cloud, um Ressourcen wieder freizugeben, die wieder von anderen Benutzern oder von denselben Benutzern wieder genutzt werden können. Also ich kenne das noch aus früheren Zeiten, meinem vorigen Leben bei der Telekom IT. Wenn da jemand ein System bestellt hat, das hat er nie wieder weggegeben. Auch wenn das nichts mehr gemacht hat, aber man hat es ja gehabt, es ist ja schon bezahlt. Ja? In der Richtung müssen wir wahrscheinlich auch eine ganze Menge umdenken und das serviceorientierte Anbieten von Ressourcen, aber auch die Bezahlung über, was benutze ich denn von der IT und genauso viel bezahle ich aber auch, müssen wir vielleicht auch für unseren Job mal überdenken und auch genauso anwenden. Die IT in 5 bis 10 Jahren wird ganz anders aussehen, als wir sie vielleicht noch kennen. Wahrscheinlich haben wir dann für jeden Einzelbereich APIs, so ähnlich wie bei Amazon, die komplette Rechenzentrum-Infrastruktur abdecken. Im eigenen Rechenzentrum oder auch von Public-Anbietern. Wie kann das aussehen? Jetzt technisch gesehen möchte ich euch mal zeigen, wie das für diese 4 Bereiche mithilfe der Automatisierungsmittelware OpenQM aussehen kann. Die reguläre IT, das haben wir schon gesehen, eine VM-Admin erstellt eine VM und jeder macht so seinen Teilbereich und irgendwann nach einer gewissen Zeit, die das Ganze benötigt, weil es ja auch von Abteilung oder von Admin zu Admin weitergereicht wird, ist dann mein Server verfügbar. Ich kann mich daran erinnern, es war in dem Telekom-Bereich, wo ich früher gearbeitet habe, 4 bis 8 Wochen musste man warten, bis man einen Server oder eine VM hatte. Das ist natürlich im Rahmen der heutigen Zeit, in 2 Monaten hat mir vielleicht schon jemand eine Projektidee weggenommen auf der anderen Seite des Kontinents und hat seine Infrastruktur schon so weit aufgebaut mit Amazon, dass ich eigentlich gar nicht mit der Idee mehr anfangen brauche. Das heißt, wir brauchen hier eine gewisse Geschwindigkeit auch, die wir ja im Rahmen der Automatisierung natürlich auch erwarten. Das ist das langsame IT-Prozessdenken von heute, von, sag ich mal, wie wir es bis jetzt kennen. Da, wo wir hinwollen, ist das. Nämlich eine Benutzer-Selbstverwaltung zusätzlich zu meiner normalen, regulären IT, die ich als Administrator genauso verwalte, wie ich das gewohnt bin. Die Möglichkeit, gewisse Teilbereiche einfach zusammenzufassen, als Produkt zu deklarieren, auch noch einen Preis dran zu schreiben, komme ich gleich noch zu. Und dem Benutzer selbst erlauben, das zu machen. Dann bleibt mehr Zeit für
sich über weitere Automatisierung Gedanken zu machen, über Sonderfälle und über die Pflege und Management der bestehenden Architektur, die sonst für immer wiederkehrende Arbeiten draufgeht. Das Ganze haben wir in OpenQM praktisch auch als zwei Teile abgebildet. Das ist einmal reine Administrations-GUI und einmal ein Portal für Endbenutzer, wo die Produkte praktisch dann angezeigt werden. Und das sieht dann so aus. Das heißt, es ist auch nur eine mögliche Kombination von Produkten oder von Optionen, die diese GUI hat. Das hängt natürlich immer davon ab, was ihr dann im Endeffekt als Administratoren für Produkte oder für Einzelarbeitsabläufe ihr dort reinstellt in diese Cloud, die dann von den Endbenutzern automatisch benutzt werden kann. Wir sehen da, man kann den VM-Typ aussuchen, man kann zu dem VM-Typ verschiedene Images aussuchen, man kann wie üblich Diskgröße und so weiter und Network aussuchen. Es gibt noch zum Network was später zu sagen. Was ungewöhnlicher für ein Cloud-Portal oder Private-Cloud-Portal ist, wie wir das so von reinen Cloud-Infrastructure-as-a-Service-Projekten kennen, ist, sind zwei Sachen. Einmal, wir haben hier sowas wie eine Applikation mit drin. Das heißt, wir können auch Applikationen in die Cloud legen, Applikationsinstallationen automatisieren. Und was auch recht ungewöhnlich ist, Hochverfügbarkeit. Muss ich kurz was zu sagen? Wir haben in OpenQM ein Modell abgebildet von einem IT-Workflow, das man mit diesem Portal füttern kann. Und dieses Modell hat in der Grundarchitektur schon Hochverfügbarkeit mit eingebaut. Das heißt, für jegliche Virtual Machine Types, auch für physikalische Maschinen, gibt es in OpenQM die Möglichkeit, Hochverfügbarkeit auf Infrastructure-Ebene einfach zu konfigurieren. Im Endeffekt ist es eine Checkbox, weil OpenQM weiß, was es dann tun muss, wenn ein System ausfällt und es hochverfügbar markiert ist. Und genau dasselbe können wir dann auch an den Endkunden weitergeben. Hochverfügbarkeit für den Endkunden war früher immer zwei Systeme aufstellen und gucken, dass es alles irgendwie hin und her fliegt, wenn irgendwas crasht. Bei OpenQM ist es eine Checkbox, weil OpenQM sich da automatisch drum kümmert. Gut, ein nächster Punkt hatte ich eben schon angesprochen. Wir haben jetzt, wenn wir kleinere Betriebe haben oder mittelständische Betriebe haben, meist ein Administratoren-Team, da ist die IT ein ganzer Bereich und sorgt dafür, dass alles läuft. In größeren Firmen haben wir meist zu tun mit Abteilungen, die untereinander Kostenverrechnungen betreiben. Das heißt, wenn ich irgendwas haben möchte von der IT, dann bestellt man das und bekommt praktisch dort auch eine Rechnung für in einer internen Kostenverrechnung natürlich. Klar, das haben wir auch in OpenQM abgebildet. Wir haben ein Abrechnungssystem dort eingebaut, das auf einer virtuellen Währung beruht und praktisch erlaubt, jegliche Einzelkomponente, die wir als Cloud-Produkt in die Cloud einstellen, dann auch zu bepreisen. Das heißt, da gibt es auch Mittel und Tools in OpenQM, sich dann die Belegung für bestimmte Benutzergruppen anzugucken, was die denn benutzt von der Cloud und was wir dann von denen abrechnen. Das sieht für die Endbenutzer sieht das so aus. Das ist der Teil hier unten. Jetzt hier in US-Dollar. Also wir sind währungsneutral. Wir können alle Währungen dort eingeben und dort wird praktisch für die einzeln gewählten Produkte dann auch für den Endbenutzer angezeigt, was es ihnen denn kosten würde. Das ist natürlich ein optionales Feature. Manchmal möchte man das haben, meistens möchte man das haben, auch allein für eine Übersicht. Manche möchte es aber nicht haben. Gut, jetzt haben wir natürlich eine Möglichkeit für Endbenutzer automatisch sich zu provisionieren, Server zu provisionieren, jegliche Art. Das heißt, OpenQM ist da auch nicht festgelegt auf KVM, sondern es kann auch VMware, vSphere, Amazon, Azure, Citrix, ScanService. Es hat eine ganz große Bandbreite von möglichen Virtualisierungs- und Storage-Technologien, die wir dort eingeben können als Produkte und die OpenQM dann auch automatisch verwaltet und per API steuert. Was ist denn, wenn der User jetzt mal ein Problem hat? Das haben wir auch überlegt und deswegen gibt es in OpenQM einen integrierten Bug-Tracker. Dort haben wir Mantis genommen. Das heißt, wir wollen auch nicht das Rad neu erfinden. Wir haben zum Beispiel, bilden wir mit Hilfe von einzelnen Plugins einen ganz großen Bereich von Open-Source-Tools ab, die ihr wahrscheinlich alle schon
in einem gewissen Bereich selber benutzt oder die zumindest in den Bereich passen und den abdecken würden. Das heißt, wir haben hier eine Integration mit Mantis, das heißt, mit OpenQM und dem Mantis-Plugin hat man auf seinem Cloud-Portal auch gleichzeitig den Bug-Tracker fertig installiert, automatisiert für jeden Benutzer. Man braucht sich auch nicht über Benutzer anlegen mehr kontaktieren, der Benutzer kriegt automatisch Zugang und der ganze Vorgang dauert genau einen Mausklick und dann ist Mantis connected. Als Frontend, was wir eben gesehen haben als Cloud-Portal, ist auch im Endeffekt nur das, was wir als Möglichkeit mit anbieten. Das ganze Cloud-Front ist nochmal über API erreichbar. Das heißt, auch ihr könnt euch eigene Skripte schreiben, eigene Automatisierungstools, die das Cloud-Front oder die Infrastructure as a Service-Einheit von OpenQM benutzt. Und entweder eine Integration machen in eigene Webpages oder auch ein E-Commerce-System benutzen, wie zum Beispiel Magento, das wir auch schon in OpenQM als mögliche Integration eingebaut haben, als eines der vielen Plugins. Das heißt, um von dem rein technischen Cloud-Portal wegzukommen, das bestimmt für technisch avisierte Benutzer relativ einfach zu verstehen ist und auch die Details erlaubt, die ich gerne haben möchte. Es ist für so einen ganz einfachen Benutzer, der vielleicht von IT nicht so viel Ahnung hat, dann schon schwieriger und es ist einfacher, vielleicht ein Magento-Frontend zu bedienen und das Ganze praktisch einfach einzukaufen. Ich möchte jetzt einen Server einkaufen und alles andere macht die OpenQM Cloud. Das ist, wie gesagt, auch nur ein Klick weit weg. Mit einem bestehenden Magento haben wir eine automatische Integration. Das heißt, mit einem automatischen Discovery wird der Magento eingebunden und genau so bestückt, dass man direkt anfangen kann, seine Cloud-Produkte zu verkaufen. Da komme ich jetzt nämlich genau ein bisschen mal technisch detaillierter zu. Ist ja auch eine als Tech-Konferenz bekannte Kongress, die Frostcon. Und da gucken wir uns jetzt mal die vier Teilbereiche an, Virtual Machine Technologie, Storage, Netzwerk und IP-Adressen plus WLAN und Applikationsinstallationen per Puppet und Ansible. Kurze Frage an euch, wer benutzt alles KVM? Super, wer benutzt alles Ceph? Sind weniger, aber es sind einige noch. Wer braucht Netzwerkisolation für seine virtuellen Maschinen, das heißt WLANs? Ja, super, eine ganze Menge. Wie kompliziert ist das? Gut. Ich zeige euch gleich, wie man das mit OpenQM und Open vSwitch mittlerweile sehr einfach darstellen kann. Puppet, Ansible jemand? Puppet, auch sehr, sehr gut. Ja. Es wird immer mehr. Ich frage das immer in verschiedenen Konferenzen auch, um mal so einen Überblick zu kriegen. Und es ist gut zu sehen, dass ihr alle schon auf dem Automatisierungsgedanken aufgesprungen seid und Puppet und Ansible komme ich näher zu. Gut, gucken wir uns erstmal Ceph an. Was wir in Ceph eingebaut haben für den Administrator ist ein Volume- und Pool-Management. Das ist im KVM-Plugin in OpenQM integriert. Damit kann man als Administrator die regulären Aktionen machen, wie ich kann meine Pools angucken, ich kann verschiedene Volumes erstellen, snapshotten, klonen auch und auch wieder removen. Und die Komponenten praktisch konfigurieren, wie ich das mit Ceph gerne hätte praktisch. Für OpenQM gibt es dann noch den bestimmten Bereich, wenn wir in OpenQM ein Volume erstellen, dann ist das meist ein VM-Image, das heißt, da kommt nachher ein Betriebssystem drauf und da läuft eine VM oben drauf. Das ist automatisch in OpenQM schon verfügbar, sobald wir das Volume erstellen, die Möglichkeit. Was wir OpenQM mitteilen müssen als Infrastructure as a Service Komponente dann natürlich ist, was möchten wir denn gerne in der Cloud bereitstellen. Das heißt, ich habe dann meist ein installiertes Ceph-Volumen, da ist ein Betriebssystem drauf mit meinem Konfiguration, die ich gerne haben möchte. Und genau dieses Image möchte ich gerne in der OpenQM Cloud oder für den Endbenutzer bereitstellen, damit er sich das selber bestellen kann. Wobei die Infrastructure-Service-Komponente dann automatisch einen Klon von diesem Image macht und praktisch den Klon zur Verfügung stellt. Das sieht in OpenQM so aus.
Das ist die Poolverwaltung. Da haben wir jetzt den Standardpool RBD und einen KVM-Pool. Wenn wir da reingucken, dann haben wir die einzelnen Volumes. Ist eine installierte CEF-VM-Volume, die momentan nicht benutzt ist, deswegen das graue Icon. Und ein Snapshot davon und ein neues Volume. Und praktisch hier die Aktionen, die durchgeführt werden können. Resize habe ich vergessen eben. Natürlich kann man auch so ein Volume resizen. Beim Resize haben wir noch in OpenCam eine zusätzliche Feature eingebaut. Normalerweise handelt es sich in dem Bereich um Virtual Machine Images. Das heißt, da ist ein Betriebssystem drauf, da gibt es Partitionen auf dem Image. Da gibt es verschiedene Filesysteme vielleicht. Wir haben in dem Resize eine automatische Filesystemerkennung und Partitionserkennung eingebaut, die das Master-File-System vergrößert. Das heißt, ich vergrößere nicht nur wirklich den äußeren Storage-Container, wenn wir hier Resize machen, sondern wir automatisch vergrößern wir auch den Master-Speicherbereich für die virtuelle Maschine, also das Hauptfilesystem. Damit können wir CEF für den Bereich praktisch komplett managen. Und der zweite Teil, den ich eben angesprochen habe, wir müssen jetzt OpenQM Cloud sagen. Das zweite Portal soll bitte, das End-User-Portal soll bitte jetzt dieses spezielle Volume zur Verfügung stellen und für Endbenutzer auswählbar machen. Das geht über die Cloud-Image-Verwaltung. Das ist jetzt praktisch eine Liste von den Volumes, die angelegt worden sind. Und hier kann man wenn man das updatet, kann man sagen, ich stelle das entweder jedermann zur Verfügung oder auch nur bestimmten Benutzergruppen. Das heißt, wir können das dann nochmal auf Benutzergruppen einschränken und sagen, die QA kriegt nur eine bestimmte Anzahl von Images A, B und C und die Developer kriegen die Images C, D und E. Und was wir sehen, auch Preis. Wir haben, wie eben gesagt, eine virtuelle Währung eingebaut. Das sind die CCUs, Cloud Computing Units. Das könnt ihr euch vorstellen wie ein Prepaid-Kartensystem. Das heißt, man kann solche Units dann entweder über das Magento-Frontend oder vom Administrator erwerben. Und von diesen Units wird praktisch abgebucht, das, was ich in der OpenQM Cloud dann wirklich verbrauche. Das heißt, wir können ja auch einen Preis festlegen. Das Ganze sieht dann bei der Zuordnung so aus. Für das CEF-Image haben wir jetzt die Cloud-User-Gruppe Everybody ausgewählt. Das heißt, die ist für jedermann verfügbar, dieses Image. Und wir können dann sogar noch festlegen, auf welchen speziellen Virtualisations-Hosts wir die gerne starten würden, diese Images. Das heißt, dass die Virtual-Maschinen-Provisionierung dann automatisch entweder auf CEF-Host 1 oder CEF-Host 3 geht. Es ist nochmal ein ganz interessantes Feature, speziell wenn wir auf Windows-Deployment gucken. Für Windows-Deployment muss man den Host lizenzieren. Das heißt, nehmen wir an, wir haben eine Private Cloud mit 10 Virtualisierungshosts, dann müssten wir 10 Virtualisierungshosts lizenzieren für Windows, damit dort virtuelle Maschinen mit Windows-Betriebssystemen drauf starten dürften. In unserem Fall können wir es zum Beispiel so machen, wir könnten einen Pool einrichten von 3 Hosts. Auf den 3 Hosts laufen Windows-Images und auf den anderen laufen nur Linux-Images. Das heißt, wir bräuchten dann nicht 10 Hosts zu lizenzieren, sondern nur 4 oder 3. Das ist so ein Grund, warum wir das Feature eingebaut haben. Es hat manchen unserer Kunden schon eine ganze Menge Geld gespart. Danach ist das CEF-Image dann verfügbar. Das heißt, je nachdem, was ich dort einstelle an Images, habe ich dort eine Image-Liste für den Endbenutzer, wo dann meine Volumes und meine Images auftauchen, die ich anbieten möchte. Das ist ein Bereich, das ist mit der Lupe hier abgegrenzt. Gut. Das war KVM. Ich komme jetzt zum nächsten Schritt, das ist Open vSwitch. Wie können wir Netze, IP-Adressen und so verfügbar machen zum Selbstservice? Wir haben gerade gesehen, es gibt einen ganz großen Anteil von euch, der Netzwerkisolation benötigt
Das heißt Security, ein Security Layer zwischen einzelnen virtuellen Maschinen, damit der eine nicht auf dem anderen seine Daten zugreifen kann. Das ist natürlich gerade ganz wichtig, wenn wir das als Produktion irgendwo für so einen public-öffentliche User bereitstellen, da müssen wir natürlich sehr darauf achten. Es gab eine ganze Zeit lang, da wurde KVM hauptsächlich mit den Bridge Utilities betrieben, wobei es dann mit WLANs recht schwierig wurde, weil man für jedes WLAN eine eigene Bridge brauchte, ein eigenes WLAN-Interface, und es war relativ kompliziert. Bis dann zwei ehemalige Mitarbeiter von VMware das Open vSwitch-Projekt in Gang getrieben haben und uns da eine wirklich tolle Möglichkeit für einen virtuellen Software-Switch anbieten, der auch komplett Open Source ist. Wir haben die Open vSwitch-Verwaltung in ein eigenes Plugin in OpenCam abgebildet und dieses Plugin dann noch mit verschiedenen anderen Modulen in OpenQM verknüpft und integriert. Das heißt, es gibt schon eine bestehende IP-Adressverwaltung in OpenQM und auch bestehenden DNS- und DHCP-Server. Die Open vSwitch-Verwaltung ist mit all diesen Bereichen integriert. Das heißt, wenn wir Netze anlegen, dann finden auch automatisch der DNS- und DHCP-Einträge statt, die dann das erstmal ermöglichen und auch eine Hostname-Auflösung für den Endbenutzer in seinem Domainbereich möglich machen. Das Ganze sieht dann so aus. Als Administrator erstellen wir Open vSwitch auf den verschiedenen KVM-Hosts. Das geht distributed, das heißt OpenQM ist nicht nur eine Plattform für einen Host, sondern man kann seine ganze Host-Umgebung mit verwalten. Der Admin erstellt des Weiteren IP-Adressen, also IP-Netzwerke, mappt diese auf Open vSwitch und kann diese Kombination dann in der Cloud Endbenutzern zur Verfügung stellen, wobei die einzelnen VLANs dann komplett automatisiert werden über das IP-Management. Das sieht in OpenCam so aus. Das ist die IP-Adresse. Der IP-Adress-Manager, das heißt, hier sind meine Netze, die ich angelegt habe, verschiedene private Netzwerke hier. Da kann ich auch einzelne Blöcke nehmen, also ich muss nicht gleich ein ganzes Class-C-Netz nehmen. So sieht das aus, wenn man das hinzufügen, zum Beispiel ein neues Netz. Das Einzige, was ich für WLAN-Support brauche, ist, ich muss dort eine WLAN-ID eintragen. Mehr brauche ich mich um WLANs nicht zu kümmern, weil der Rest ist alles von OpenQM und Open vSwitch so gehandelt, dass es automatisch passiert. Damit legt man das ganze Netz an. Das Zweite ist, das ist die Open vSwitch Verwaltung. Das heißt, hier kann ich wirklich Open vSwitch erstellen, verändern, löschen und auch auf Netzwerke mappen. Mappen heißt, wir machen ein komplettes Netting mit den und lassen halt die wichtigsten Services, DHCP, DNS und alles Mögliche durch, dass der Bereich praktisch für die VM isoliert auf dem Host verfügbar ist. Hier können wir für einen Open vSwitch, hier den OVS2, eins von meinen Netzwerken aussuchen. Das ist praktisch das Netzwerk, was ich eben angelegt habe im IP-Adress-Manager. Kann ich hier dann auswählen. Und der Open vSwitch wird dann vorbereitet, dieses Netz zu verwalten und zu unterstützen. Das Einzige, was wir dann noch machen müssen, ist praktisch in der Cloud, das ist wieder das Cloud-Management, diesen IP-Adress-Stack oder dieses IP-Netzwerk bestimmten Benutzern zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben hier in diesem Fall alle Netzwerke, die vorhanden sind, einer Benutzergruppe Admin zur Verfügung gestellt. Genauso könnten wir hier Benutzergruppe A, B und C nehmen und damit die Benutzergruppen netzwerktechnisch trennen. Das ist über die ganzen Anzahl von KVM-Hosts in diesem Fall möglich. Das heißt, das ist ein distributed Netzwerk, was für den User dann zur Verfügung gestellt wird. Für den Endbenutzer sieht das Ganze dann so aus. Der bekommt einen dedizierten IP-Pool zugewiesen oder mehrere. Und das heißt, er hat hier die Möglichkeit, für jedes seiner Interfaces
zu sagen, ich möchte gerne das erste auf dem ersten Switch haben und das zweite auf dem zweiten Switch und habe dann hier aus dem Netzwerkbereich, der auf den Switch gemappt ist, die Möglichkeit, meine IP-Adressen selber zu verwalten. Und die, die benutzen, die fallen natürlich hier raus. Das heißt, die kann man beim nächsten Mal nicht mehr verwenden. Das heißt, beim Freigeben der virtuellen Maschinen oder beim Freigeben des Systems via Cloud wird das natürlich auch wieder rückwärts aufgelöst. Das heißt, die IP-Adressen werden dann auch automatisch wieder freigegeben. Das beinhaltet erstmal die Support über den Open vSwitch plus ein automatisches DNS- und Hostname-Mapping für jedes einzelne Netzwerkinterface. Das heißt, ich habe für jedes Netzwerk hier eine Domain und jedes, wenn ich zum Beispiel vier Netzwerkkarten angebe und vier verschiedene Netze angebe, dann habe ich vier verschiedene Hostnamen konfiguriert automatisch in vier verschiedenen Domains. Alles auf einem zentralen DNS-Server. Alles gemanagt über einen zentralen DHCP-Server. Gut, ich muss ein bisschen Gas geben, habe ich gehört. 5 Minuten noch? Ja, dann 15 Minuten. Okay, dann kommen wir gut durch. Nächster Bereich, den wir uns anschauen wollen, das ist auch jetzt so der obere Stack des Deployments, das heißt Applikationsdeployment, Configuration Management und Updates, zum Beispiel Patches. Können wir auch mit OpenQM automatisieren. Wir haben das Configuration Management in OpenQM auch so abgebildet, dass es technologieunabhängig ist. Das heißt, wir können, in unserem Fall haben wir Puppet und Ansible implementiert als die zwei mit weit verbreitetsten Configuration Management Systeme, die es momentan so gibt. Chef gibt es noch, da haben wir drauf geguckt, das wäre auch kein Problem, da sitzen wir momentan noch dran. Ihr sagt, ihr benutzt, Großteil benutzt von euch schon Puppet. Ihr habt wahrscheinlich dann irgendwo ein großes Verzeichnis auf dem Server mit vielen Unterverzeichnissen, wo eine Klassenstruktur abgebildet ist, wie ihr eure Rezepte verwaltet und wie diese Rezepte dann auch bestimmten Servern zugeordnet sind. Das haben wir auch in OpenQM abgebildet, einmal für den Administrator und natürlich auch die Möglichkeit, einzelne Puppet-Rezepte als Cloud-Produkt zur Verfügung zu stellen. Das heißt, eure Puppet-Rezepte werden im Endeffekt abrechenbar. Könnt ihr euch die Provisionierung einer Applikation über die Cloud berechnen lassen. Auch mal ganz nett. Selbes Spiel wie vorhin, wir haben Rezepte, die sind in der Richtung noch mal ein bisschen speziell. Wir können die auf Betriebssystemversionen mappen. Das heißt, es macht zum Beispiel in der Cloud keinen Sinn, wenn jemand ein Windows-Image ausgewählt hat, Linux-Applikationen anzuzeigen und umgekehrt. Das heißt, wir können sogar Betriebssystem-versionsabhängige Applikationsdeployment anbieten. Das heißt, ich kann eine Applikation machen für CentOS 7, die auch nur für CentOS 7 Images angezeigt werden dem Benutzer. Rezepte werden dann als Cloud-Produkte definiert, das sehen wir gleich. Und die Rezepte sind dann praktisch als Applikations-Checkbox für den Endbenutzer in der OpenQM Cloud zur Verfügung. Ein weiterer Bereich ist der OpenQM Cloud Marketplace. Da haben wir den ganzen Softwarebereich auch nochmal automatisiert und selbstverwaltend gemacht. Das zeige ich dann im anderen. Die Rezeptverwaltung. Das heißt, in OpenQM geht das relativ einfach. Wir benutzen Puppet und Ansible nach Best Practice. Das heißt, wir machen ein SVN-Repository und legen Puppet-Rezepte und Ansible-Playbooks dort ab, damit sie versionierbar sind. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr was ändert, dann wird auch automatisch eine neue Version erstellt. Mit diesem Repository kann man sich mit seinem beliebigen SVN-Editor connecten und einfach Infrastructure as a Code betreiben und praktisch in den OpenQM Puppet-Rezepten editieren oder seine Rezepte hinzufügen. Das ist einmalig. Die Rezepte werden dann automatisch in der OpenQM GUI für den Administrator angezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt als Administrator dieser virtuellen Maschine ein paar Rezepte oder ein paar Configuration Management Rezepte mitgeben will, dann heißt das für uns, wir müssen nur die Checkbox anklicken und OpenQM weiß, dass beim Provisionieren dieses Puppet-Rezept automatisch für den Server eingetragen wird. Und natürlich auch auf dem Server selber ausgeführt. Das OpenQM stellt auch auf der Client-Seite sicher, dass Puppet installiert ist für die jeweilige Betriebssystemversion und dass es automatisch so konfiguriert ist, dass OpenQM der Main-Puppet-Server ist. Diese Einzelrezepte, das sind jetzt momentan wirklich nur die Rezepte.
Die lassen sich jetzt in der OpenQM Cloud Management Formular dann als Produkte verpacken. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, eine neue Applikation auszuwählen aus den vorhandenen Rezepten, dem Ganzen noch einen geläufigen Namen zu geben, wie zum Beispiel NetGateway oder Webserver oder was auch immer, und auch einen Preis zuzuordnen. Das heißt, wir haben hier wieder die virtuelle Währung, CCU. Ihr seht, dass diese ganzen Applikationen kosten eine CCU pro Stunde. Dieses NetGateway wäre was teurer, das ist in dem Sinne auch gleich noch ein Beispiel für den Marketplace. Haben wir das Produkt hier eingerichtet? Das können wir natürlich auch noch ordnen. Das heißt, welche Produkte werden zuerst angezeigt und in welcher Reihenfolge. Und man kann auch Produkte disablen, wenn sie mal nicht mehr benötigt werden. Das Ganze sieht dann für den Endbenutzer so aus. Das heißt, wir haben hier eine Checkbox-Area, wo die ganzen Configuration-Management-Rezepte als Cloud-Produkte für den Benutzer auswählbar sind. Und wenn er sich in Linux Apache bestellt, dann kriegt der Calculator hier automatisch eine CCU mehr pro Stunde berechnet. So sieht das aus. Wir haben uns das System nochmal gerade mit Applikationsmanagement und Configuration Management nochmal speziell angeguckt und uns was überlegt im Rahmen von den ganzen Marketplaces, die jetzt momentan gibt. Das heißt, ja, auch wir haben einen Marktplatz geschaffen. Das ist ein drittes Portal in OpenQM, das rein für die Softwarebereitsteller ist. Das kann meine Cooperated Development Abteilung sein, die Software bereitstellen wollen, automatisch versionsmäßig testen können oder möchten und das Ganze auch für die QA verfügbar machen in der OpenQM Cloud. Das heißt, die QA bestellt sich nur das System mit der neuesten Version von der Software, die gerade von den Developern eingestellt worden ist und kann dann anfangen zu testen. Das ist auch so eins der Standard-Use-Cases, die man damit abdecken kann. Das heißt, für den Softwarehersteller in jeglichem Bereich, das kann jetzt auch jegliche Art von Software sein, die man dort bereitstellen möchte, gibt es ein eigenes Softwareportal, eine eigenständige Preisung und eine automatische Bereitstellung in der OpenQM Cloud mit der Kopplung ins Abrechnungssystem. Das heißt, wir haben dann eine interne Kostenverrechnung, die nochmal unterscheidet zwischen Infrastructure as a Service und Software as a Service, die man dann praktisch für den Softwarehersteller auseinanderrechnen kann. Das ist das Portal, so ein bisschen auch ein OpenStack, wie unser Cloud-Portal angehaucht mit den Kreisen, für was man noch als Limits offen hat. Wir können natürlich auch Limits da setzen, dass nicht ein Software-Installer also 120 Produkte da einstellt, wenn das nicht möchte. Der Softwarehersteller bekommt dann die Möglichkeit, über dieses Management-System seine Software hochzuladen, seinen Installer praktisch hochzuladen und zu konfigurieren für verschiedene OS-Typen und Versionen und seine Software zu koppeln mit dem Infrastructure-as-a-Service-Bereich, das ist die Hardware der Cloud. Das heißt, ich kann auch sagen, diese Software läuft nur auf einem EC2-Image AMI so und so oder es läuft nur auf einem Windows-Image für eine KVM-Maschine oder das läuft nur auf einem vSphere-System mit CentOS. Das kann der Software schon alles konfigurieren. Und das, was dort dann passiert, ist, dass dieses Softwareprodukt, genau wie das wird automatisches Puppet-Rezept praktisch für geschrieben und dieses Puppet-Rezept wird als Cloud-Produkt wieder angelegt, automatisch im Hintergrund für den Softwaresteller und der Endbenutzer sieht im Cloud-Portal dann auf dem Marketplace-Icon praktisch eine Kombination von Software- und Hardware-Infrastructure und kann diese mit einem Mausklick bestellen. Das ist halt auch sehr vereinfacht für Endbenutzer, der jetzt in dem Fall einen NAT-Gateway braucht, der klickt einmal und hat das alles fertig bestellt. Gut, das war so meine Erfahrung und die technischen Lösungen und Herausforderungen, die ich euch vorstellen wollte. Ich öffne die große Fragerunde, wer möchte. ja. Ich muss machen. Wie ging jetzt darum, du hast eben gesagt, ihr habt zum Beispiel ein Plugin dann für EC2, ja? Was dann, also würde den IaaS-Teil ja quasi ausziehen und
dann bei Amazon spawnen. Ja. Habt ihr das auch noch für andere? Also, ja. Speziell OpenStack? Ja, Open, klar. Also, das ist ein Beispiel, weil ja. Wir haben den ganzen Stack von OpenStack schon da. Ja. Weil wir natürlich nicht alles neu bauen. Nee, ist richtig. Also wir haben in der Richtung, betrachten wir Public Clouds oder auch Private Clouds als Resource Provider. Das heißt, dort sind IT-Ressourcen vorhanden. Das ist auch Netzwerk, Memory, Volume und was auch immer. Das haben wir abgebildet in dem OpenQM-Modell. Ist genauso verfügbar wie KVM mit OpenStack. Genauso kann ich, ohne überhaupt eigene Infrastruktur anzufassen oder zu haben, das Ganze auf Amazon selber betreiben, wenn ich möchte. Das heißt, wir haben auch ein Marketplatz-Produkt bei Amazon, das ist OpenQM Enterprise, wo ich praktisch auf Amazon meine eigene Private Cloud draufsetze und als Backend die Amazon-Infrastruktur nutze und praktisch als Mehrwert hier ein Applikationsdeployment anbiete, Monitoring, Hochverfügbarkeit, im Rahmen von, ich falle von einer High-Availability Zone in die nächste und so weiter. Also wir haben dort, ich kann mal kurz aufzählen, abgebildet an Open-Source-Technologien KVM, das Xen Source, also Xen, Citrix Xen, dann gibt es VMware ESX, VMware vSphere, also wir können das mit einzelnen ESX-Servern betreiben, als dedizierte Host oder auch als, wir schalten OpenQM an vSphere ran und vSphere macht den Rest mit den Hosts. Wir haben auch so Sachen wie OpenVZ, LXC und Docker als möglichen Container-Ansatz. Und wir haben Public Cloud Infrastruktur, Hyper-V haben wir noch, und Public Cloud Richtung Azure, Amazon. Das sind so die beiden Hauptakteure, die wir da so haben, und OpenStack als Open Source Private Cloud. Können wir damit abdecken oder jetzt praktisch als Resource Provider an OpenQM anklemmen und genau das abbilden. Ja, quasi nur auf dem Marktplatz für Software Deployment. Und dann Hardware Deployment dann komplett an. Ja. Also man benutzt praktisch das Cloud-Portal des OpenQM schon als Workflow Engine. Okay. OpenQM steuert dann Amazon für Deployment. Und das Applikationsdeployment bietet selber mit der Puppet-Infrastruktur, der Ansem-Infrastruktur, die in OpenCamp vorhanden ist. Dann. Mhm. Kannst du kurz die Frage noch wiederholen für den Stream? Ja. War die Frage, ob wir auch andere Resource-Provider, andere Virtualisationstechnologien oder andere Public- oder Private-Cloud-Provider dort anbinden können, zusätzlich zu KVM. Mhm. Yes, sorry. Mhm. Ja, dort oben bitte. Ist in Arbeit. Die letzte Geschichte mit dem Marketplace für Softwareprodukte, ist die singulär, sprich eine Software auf einem Host, oder kann ich quasi auch einem Kunden eine Infrastruktur aus drei Softwareprodukten auf zwei VMs? Gut, erste Frage, IP6-Support für OpenQM, für den IP-Manager gerade, wir sitzen dran. Wir haben Design schon soweit fertig für IP6. Wir haben momentan IPv4-Unterstützung. Zweite Frage war Marketplace mehrere Softwareprodukte bundeln. Man kann das auf zwei verschiedene Arten machen. Entweder man kann das als Softwarehersteller direkt gebundelt einstellen als ein Produkt man kann es auch als Einzelprodukte anbieten, wobei der Benutzer dann die Möglichkeit hat, es auszuwählen. Das heißt, der Benutzer kann sich immer mehrere Softwareprodukte auswählen, wie er gerne möchte. Wenn ich eine Umgebung habe, wo quasi eine Lösung aus mehreren Produkten besteht, muss ich sie ja gebundelt anbieten. Ja. Vielleicht noch ganz kurz Abgrenzung, Community Edition, Enterprise Edition? Wir haben natürlich einige Features, gerade wenn es im Bereich von kommerzieller Virtualisierungstechnologien geht, die wir über die OpenQM Enterprise Versionen abdecken. Also die Community Edition hat alles so drin, was ich gerade gezeigt habe, mit dem Open vSwitch und KVM. Das Cloud Portal ist auch mit integriert. Zusatztechnologien wie verschiedene Monitoring-Systeme oder VMware vSphere zum Beispiel, das sind dann kommerzielle Plugins. Die, OpenQM unterscheidet sich im Base nicht von der
Community-Version, also OpenCM Enterprise, von der, die Enterprise-Version unterscheidet sich nicht von der Community-Version im Base, sondern nur in der Zusammenstellung von den Plugins. Okay, super. Noch weitere Fragen? Mhm, gerne. Das habe ich nicht ganz verstanden. Wenn du quasi wir als Firma die Produktkonzepte erstellen, sind die dann plus, sodass wir das bei uns in unserem Portal, in unserem Kunden bereitstellen können? Oder gibt es da auch die Idee, dass wir quasi die Kombination, die wir machen, dass sich da andere bedienen können? Ja, ist die Puppet-Konfiguration jetzt rein für dieses Cloud-Portal gedacht oder ist es auch zum Teilen mit anderen Administratoren und Abteilungen? Also die Puppet-Integration hat auch zwei Teile. Also wir haben den Administrationsbereich und den End-User-Bereich. Und im Administrationsbereich ist die Puppet-Features sind für jeglichen Server-Deployment zur Verfügung, für jeglichen Admin zur Verfügung. Wir haben in OpenCM eine Möglichkeit, das ist zum Beispiel auch ein kommerzielles Plugin, Role Administration. Dort können wir verschiedene Administratorrollen anlegen, wo wir sagen, es gibt, wie in der herkömmlichen IT, hier einen Netzwerkadministrator, der kann das Netzwerk administrieren, aber auch nicht mehr. Grundsätzlich ist es so, dass man in OpenCM Administratoren hat, die, wie ich eben gesagt, über den Tellerrand rausgucken, DevOps-mäßig arbeiten und auch durch die Standardisierung der Arbeitsabläufe für den Administrator im OpenCM-Bereich andere Arbeiten abdecken als nur ihren Teilbereich. Also für einen reinen VM-Administrator wäre es ohne Probleme möglich, einen kompletten Server zu erstellen mit Volume, mit IP-Adressen, mit genau diese Abstufung haben wir hier auch wie im Cloud-Portal-Bereich praktisch für die Administratoren. Cool. Noch weitere Fragen? Keine mehr? Das ist super. Vielen Dank. Ich bedanke mich recht herzlich ganz besonders bei der tollen Orga vom Frostcon-Team für diese tolle jährliche Veranstaltung. Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.